Ja, hier stehen wir im Innenhof der Abtei. Es begrüßt euch eure Windsbraut und ich will heute. Oh, einer ist rausgekommen. Den werde ich vorher noch beseitigen. Wo ist er jetzt? Ich wollte nämlich gerade sagen, ich gehe jetzt zum großen Tor mal rein und nicht zur Nebentüre. Oder? Vielleicht erstmal aufräumen. Wenn da ein Boss drin ist. Ich vermute aber fast, dass es da auch noch einen Keller gibt. Oh, 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 oh. Dann ist er vielleicht in der Mitte und holt die anderen, die ich noch nicht getötet habe, vielleicht. Deswegen mache ich die jetzt lieber gleich platt. Aber so viel Aua macht denen ihr Feuer oder Eis oder was die da so schleudern, nicht. Glücklicherweise. Da ist noch einer. Wusch, wusch. Oh, das ist halt. War von dem war es jetzt nicht ganz ohne. Vielleicht hat der andere mich nicht so gut getroffen. Hey. Ich will jetzt kein Mana verbrauchen. Ich möchte nachher, wenn ich Pause habe, was essen. So. Ich habe nämlich so viel Schnitzel dabei. So. Muss man nichts anderes verschwenden. Mal nach meinem Bogen schauen. Geht noch. So. Erster Raum ist sauber. Na, gehen wir mal da runter. Nach was sieht das hier aus? Nach Vorratsraum. Ah, da geht's schon in den Keller. Wusste ich's doch. Machen wir mal das Fass auf. Oh, stopp, 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 stopp. So wollte ich das nicht. Ich wollte eigentlich wieder ein bisschen was versorgen, aber das steht wohl zu weit weg. Und das sind auch wirklich nur verdorbene Essensreste, so wie es aussieht. Nichts versteckt. Passt das da nicht noch irgendwo da? Abfall. Sieht aus wie ein altes Kettenhemd. Da ist auch nichts drin in denen. Da ist ein großes Bierfass. Aber mit dem kann ich nichts machen. Kann ich das... Nee, bewegen kann ich es auch nicht. Wäre auch ein bisschen arg viel verlangt von meiner zierlichen Dame. Aber hier hat jemand einen Vorrat angelegt. Trinken. Extra für mich. Das sieht auch irgendwie so drapiert, aber das ist wahrscheinlich nur ein Schlaflager oder sowas. Ja, blenden. Leuchtet es. Ich habe schon gesehen, ein Rubin. Der schön leuchtet. Die Fässer, ist nichts drin. Aber wir wollen sie doch mal ein bisschen ordnen. Schön an die Wand stellen. So wie sich das gehört. So, und was ist mit den dicken Fässern hier? Die werfe ich wieder. Fässer werfen. Einmal, zweimal. Da wollte ich nicht hin. Oh, da konnte ich sogar reingucken. Dreimal. Und da ist noch ein bisschen Müll. Das passt da noch hin. Ist da. Nee, nichts Geheimes. Obwohl er ja wirklich viel rumliegt von diesem Geraffel. Ein Ledergürtel. Und hier sind. Ach, die Goldmünzen sind hier auf der Mauer liegen geblieben. Ja, super. Das heißt, ich habe sowieso keine Chance, daran zu kommen, schätze ich.
Jetzt läuft sie nach draußen und wenn ich draußen bin, läuft sie nach drin. Ich gehe jetzt noch nicht runter, ich möchte hier erst noch ein bisschen fertig erkunden. Zum Beispiel da oben. Ah, kriege ich den durch die Tür? Ah, da sind noch mehr. Und ganz schnelle. Lieber draußen. Draußen sind sie langsamer. Der ist doch gerade viel schneller gerannt drinne. So, und wo ist der andere? Oh, der hat auf mich gewartet. Da, guck mal, wie schnell der ist. Und da draußen? Da geht's nimmer. Oder es liegt wieder an der Diagonalen. Komm mit. Da oben ist noch was. Aber der ist... Ach, das ist ein... Ah, da ist noch ein dicker. Da. Den muss ich wieder ums Gebäude ziehen, fürchte ich. Oh, der steht jetzt genau hier dahinter der Wand, oder? Nee. Komm mit. Ein bisschen an die frische Luft. Komm, lauf, Süße. Sonst siehst du alt aus hier. Ja, diagonal sind die nämlich richtig fix. Und waagrecht ein bisschen lahmer. Na komm. Komm, deinem Kollegen hat der Garten auch gefallen. Steuerung, die ist manchmal echt träge. Ich klicke dann immer schon längst, dass sie laufen sollen. Die tut es nicht, erst wenn ich noch ein paar Mal klicke. So. Ach, wieder ein Kampfstab. Nee. Muss ich leider liegen lassen. Jetzt ist hier ein roter Punkt. Ist das der Rubin? Nee, da ist doch hier noch ein Bogenschütze mitgekommen. Prüfen. Ach ja. Erst zaubern, dann klicken. Gut. Ich glaube, hier war jetzt alles. Oh, wie sieht's denn da aus? Das ist die Küche. Und hier sieht es aus, als ob gleich der Boden einbricht, wenn ich hier durchlaufe. Ich laufe mal ein bisschen außen rum. Oh, da ist noch einer. Eine Pfanne, Topf, ein altes Messer. Also einen Schlüssel hätte man ja jetzt gleich gesehen.
Wahrscheinlich. Zumindest war das ja bis jetzt immer so, wenn ich was weggeräumt habe, musste ich beim Schlüssel nur meine Alt-Taste klicken, um den zu sehen. Eine Lebarde des Steins. Irgendwas stimmt mit dieser Waffe nicht. Schaden ist super. Plus Stärke, plus Intelligenz. Aber wenn was mit der Waffe nicht stimmt, dann ist die vielleicht verflucht. Also ich meine, anziehen werde ich sie eh nicht. Weil das nicht so mein Waffentyp ist. Was haben wir denn hier noch? Ein Brot. Fackel. Mal anzünden. Aha. Das ist doch gleich viel wohnlicher. Oh. Ja. Ich hab's geahnt. Kopfstab. Ah, jetzt konnte ich sie nehmen. Das war doch meine Hoffnung, nachdem ich vorhin der die wieder außen rumlaufen wollte beim Anklicken. Bisschen was essen, damit da auch Gewicht wegkommt. Und jetzt Stückchen für Stückchen, oder sollen wir einfach mal auf der Seite noch ein bisschen aufräumen? Bis jetzt ist niemand zu sehen da. Bleibt sie wieder stehen. Gute Miene. Da runter sollst. Oh, wow. So viele hauen dann schon ganz schön rein. Gucken, ob ich schon wieder Hunger habe. Ah, da unten sind die Schlafräume. Ja, mein Bett. Ich kann es noch nicht mal aufräumen. Ich möchte es gerne hier oben drauflegen. Ach, dann halt dahinter. Jarakuk. Sieht ja hübsch aus. Ah, aber ich glaube, das war draußen. Das war hier irgendwo. Oder da. Pum, Die pum. Tür ist verschlossen. Kann ich die. Ja. Kann ich die vielleicht mal öffnen? Steht ja nur misslungen. Mein Mana wird alle, ne? Oder gehen die Dietriche weg?
21, das muss ich jetzt gerade mal testen. Nö. Wie benutze ich eigentlich so einen Dietrich? Nun gut, vielleicht finden wir nachher noch einen Schlüssel. Da liegt doch einer. Hier, da oben. Guten Tag. Ich will nur den Schlüssel holen. Und mal in den Schrank hineinschauen. Nee. Ein Ring? Aber der ist... Ah, der ist drüben. Schließen wir doch mal da auf. Und die Trommeln... Trommeln wieder. Da. Aber der Schrank ist auch zugesperrt. Verdammt, es ist verschlossen. Ich habe mal was aufgesperrt. Yippie. Ich glaube, ich habe das auch immer falsch angewendet, den Skill. Ich habe da nicht geklickt, wenn der Schlüssel erschienen ist, sondern bin davon ausgegangen, dass ein Rechtsklick quasi schon anvisiert. Aber besser spät als nie. Also das ist jetzt liegt so übereinander. Das eine ist ein Kampfstab und das andere ist eine Sturmsense. Nein, leider nichts Besonderes. Der ist draußen hier. Da ist doch wieder einer, oder? Bibliothek. Ich liebe es. Oh, ein Licht. Oder Lich oder was weiß ich. Spricht auch wieder anders aus. Ich sag jetzt mal auf Deutsch Lich. Gucken, ob der zaubern kann. Da kommt er schon. Höhöhö. Schnell mal speichern zur Sicherheit. Oh, den jucken meine Pfeile auch schon gar nicht. Aber er ist wenigstens nicht so überschnell. Guck mal, das juckt den gar nicht. Ah. Aber wenn sie ihn trifft, dann trifft sie ihn wenigstens. Wenigstens ganz gut. Aber flott ist er schon. Aber fallen gelassen hat er leider auch nichts. War auch nur so ein Blechlitsch. Litsch, litsch, litsch. Die sind ja eigentlich schon normal immer heftig und zaubern auch. Also ich kenne die immer nur so zaubernd. Und der ist mir jetzt nur hinterhergerannt und hat gehofft, dass er mich mal hauen kann. Mal wieder ein Bogenduell. Habe ich jetzt die Bücherei für mich? Da ist noch einer. Aber der ist drüben. Im anderen Zimmer. Ein Buch. Oh, das wird lustig, wenn das lesbare Bücher sind. Aha, okay. Eine Bestie. Schauen wir mal hier. Dann weiß ich immer gleich, was ich gelesen habe. Und ja, okay, mal wieder so ein mystisches Zeichen. Auch aufräumen. Da steht noch eins. Wie würde sich die Ankunft des Göttlichen auf unsere Gesellschaft auswirken? Gemäß der Prophezeiung wird der Göttliche unser Volk in eine bessere Welt geleiten. Aber wie wird eine solche Welt aussehen? Ich bin mit fast allen Werken von Ruben Ferrol, dem Autor der Prophezeiung, vertraut. Und je öfter ich diese Texte studiere, desto mehr Ungereimtheiten fallen mir auf. Was für eine Person wäre dieser Göttliche? Wird jedes Wesen seine Vision einer neuen Welt teilen oder wird eine Auslese durch den Göttlichen stattfinden? Wenn es wahr ist, dass der Göttliche das Gesicht der Welt verändern wird, so wird er gewiss dem Bösen ein Ende setzen.
Mir behagt der Gedanke wenig, dass etwas ausgelöscht werden soll, und sei es auch das Böse. Ist es dem Göttlichen gegeben, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden? Oder wird er nach Belieben verfahren? Das ist natürlich nicht so dumm, was da drin steht. Gucken wir mal hier rein, da ist nichts drin, aber hier ist noch ein Buch. Der weiße Löwe. Vor langer Zeit schrieb sich ein Junge, dem das Talent für die Magie in die Wiege gelegt war, in der berühmten Akademie der arkanen Künste Rai Alor ein. Der Junge trug den Namen Elgon und er wurde von einigen der mächtigsten Magier von Rivelon unterrichtet. Als Elgon das Mannesalter erreichte, machte er die Entdeckung, dass das Leben mehr zu bieten hat als dunkle Kammern, gefüllt mit staubigen Büchern. Eines heißen Sommertags stahl er sich aus der Akademie davon und begann ein neues Leben in den Wäldern nahe der Siedlung Alroth. Es wurde schnell bekannt, dass Elgon eine seltene Begabung für die Verwandlung besaß und mühelos jede beliebige Tierform anzunehmen vermochte. Seine Lieblingsgestalt jedoch war die eines weißen Löwen. Es heißt, wenn man einen weißen Löwen durch die Wälder laufen sieht, so erblicke man keinen geringeren als Elgon selbst. Also wir haben ja alles ziemlich durchgeforstet, aber einen weißen Löwen haben wir, glaube ich, nicht gesehen, oder? War da mal was? Und da haben wir noch so ein flatterndes Skelett. Eine Art Gargoyle oder... weiß auch nicht. So. Und hier ist auch nichts drin. Wieder eine etwas merkwürdige Zeichnung. Bücherstapel, die kann man ja nicht durchgucken. Und hier ist was im Regal. Oh, oh. Kam der jetzt einfach durch die Wand oder was? Vorhin stand der noch hier irgendwo dahinter. Feigling. Die Hexe und das Biest. Tief im Wald lebte einst eine Hexe, die als, ich glaube, das ist ein V, war Germain bekannt war. Ihre Schönheit und Klugheit suchten ihresgleichen im ganzen Reich und im Alter von 32 Jahren beschloss war Germain, den Rest ihres Lebens in der Einsamkeit des Waldes zu verbringen. Der Legende nach schloss sie Freundschaft mit einem mächtigen Waldgeist, dessen Geliebte sie wurde und dem sie schließlich ein Kind gebar. Jedoch war das Kind von Val Germain hässlich, mehr wilde Kreatur denn Menschenkind. Sein Körper war ganz und gar von einem braunen Fell überzogen, und während der Junge im Wald aufwuchs, nahm er immer mehr die Gestalt eines wilden Tieres an. Er tötete unschuldige Menschen, die der Hütte seiner Mutter zu nahe kamen, und so beschloss Val Germain, der traurigen Existenz ihres Sohnes ein Ende zu machen. Als der Waldgeist von ihrer Tat erfuhr, erdrosselt er sie in seinem Zorn. Noch heute spukt er um die Hütte von Val Germain, der Geist seines Sohnes an seiner Seite. Ich möchte das Buch mitnehmen. Zum Regal. So. Ah, genau. Gerade das Gold wollte ich gerade rausholen. Hier ist nichts drin. Da, das kann man gar nicht anklicken. Und hier. Die nächsten Bücherregale, die schauen wir uns in der nächsten Folge an, weil ich sehe, es ist schon wieder Zeit. Und deswegen sehen wir uns, falls ihr Lust habt, Bücher zu lesen, in der nächsten Folge wieder. Tschüss, bis dann!